Wir sind heute in Wetzlar. Hier ist der Bahnhof. Wir sehen da den roten Zug. Der fährt übrigens gerade auf Gleis 4 raus, obwohl wir da nur zwei Gleise sehen. Gleis 1 und 2, die gibt es nämlich hier gar nicht mehr. Und auf den Spuren sind wir heute. Wir suchen heute, was damals auf Gleis 1 und Gleis 2 war, nämlich die sogenannte Kanonenbahn. Das war eine Bahnstrecke von Wetzlar nach Lolla. Du hast jetzt hier schon einiges rausgesucht. Wo ging die Strecke denn etwa lang? Gut, wir müssen jetzt andersherum denken, weil wir ja hier in Wetzlar starten. Also die Trasse ist 18 Kilometer lang. Also es ist schon ein ordentliches Stück. Ging von Wetzlar über Wetzlar Güterbahnhof. Mal schauen, ob Gabenheim, wir da was finden. Dann nach Lanau. Nach Lanau, Dorla, Atzbach, Kinzenbach, Abendstern. Da war noch mal irgendwie die Biebertalbahn, wird irgendwie überkreuzt, unterkreuzt. Dann gab es diverse Anschlüsse auch an Gewerbegebiete. Das hat man ja, also Gewerbefirmen. Grofdorf, Gleiberg, Launsbach, Güterbahnhof Wismar, Wismar selber. Ja, und dann diverse Abzweige vor Lolla bzw. nach Lolla. Ja, und diese Bahntrasse wollen wir uns jetzt heute mal angucken. Ja, es gibt wohl diverse Bauwerke noch zu sehen. Bauwerke gibt es total viele, Schienen Brücken, nicht. Schienen gibt es wohl nur noch ganz wenige. Ganz wenige, ja. Da hat die Bahn schon viel weggemacht. Gleis 1 und 2. Ja, das war halt utopisch, fängt bei Gleis 3 an. Hier war Hessentag in Wetzlar und dann haben sie hier umgebaut. Da waren vorher einfach, man sah noch das Gleisbett, man hat halt nur die Gleise rausgenommen. Man hat irgendwie so einen provisorischen Übergang gebaut, dass man rüberlaufen konnte. Und dann wurde zum Hessentag der Bahnhof umgebaut, da hat man es dann weggemacht. Den Busbahnhof, das ist dieses komische UFO hier, ein bisschen dichter an den Bahnhof rangerückt, dass man nicht mal so weit laufen muss, ist auch ganz schön geworden. Verwundert aber man hat, dass sie die Gleise nicht geändert haben, sondern dass es wirklich erst bei Gleis 3 beginnt. Ja, also wenn jetzt jemand hierher kommt, der sagt, toll, Gleis 3, wo ist 1 und 2? Ja, gibt's nicht mehr. Genau, und das gucken wir uns jetzt mal an. Wir laufen jetzt die Strecke ab. Es geht in die Richtung raus. Dann sehen wir uns gleich wieder Richtung Gabenheim. Ja, wir stehen jetzt hier quasi vor der oder hinter der Ritttal-Arena. Was gab es hier früher? Hier muss früher das Bahnbetriebswerk Wetzlar gestanden haben. Und zwar bevor hier Ritttal-Arena und dahinter das große Einkaufszentrum gebaut wurde. Hier war ein Lokschuppen. Hier standen zum Schluss die Schienenbusse, die auf dieser Strecke auch gefahren sind, die wir euch heute vorstellen. Und ja, das wurde halt schon lange nicht mehr gebraucht und man wollte da was anderes hinbauen, hat man es abgerissen und jetzt deutet überhaupt nichts mehr darauf hin, dass hier mal ein Bahnbetriebswerk stand. Gut, und wir schauen uns weiter die Kanonenbahn, die Strecke an und sind gespannt, was uns noch alles erwarten wird. Jetzt schauen wir erstmal nach einer Bahnbrücke. Wir sind jetzt kurz hinter Bahnhof Wetzlar, der ist da hinten und hier, wir befinden uns jetzt auf der Bahnbrücke, und zwar auf einer Bahnbrücke, die noch in Betrieb ist. Darüber werden zum Beispiel die Strecken Richtung Limburg geschickt oder was von Dillenburg Richtung Gießen fährt. Und hier neben ist eine Autobrücke und davor sehen wir, war auch mal was. Da war früher die Strecke Richtung Lolla drauf. Die Brücke hat man dann irgendwann mal abgerissen und wo das Forum gebaut wurde, das war so 2003, 2004 rum, hat man dann diese Autobrücke gebaut und dann die alte Bahnbrücke abgebaut, weil die brauchte man ja dann nicht mehr. Und wir gehen jetzt weiter und kommen in Gabenheim gleich raus. Ja, jetzt sind wir in Gabenheim am Güterbahnhof. Der ist auch noch in Betrieb. Man sieht ja, hier stehen auch sehr, sehr neue Lokomotiven rum. Dahinter ein Güterzug. Hier ging die Kanonenbahn auch vorbei. Wahrscheinlich auf diesen Gleisen, die hier stillgelegt und ja, am Verrotten sind. Ja, wir schauen uns weiter um. Da kommen ja noch schöne Brücken auch noch schöne ja. Bahnhofsgebäude. Ja, wir lassen uns überraschen. Kommt noch viel. Und ihr könnt euch auch überraschen lassen, was wir noch alles finden werden. Thank you.
Ja, unter uns fährt gerade ein Zug durch, wie man es gerade hören konnte. Wir befinden uns gerade auf der Brücke, die man ja auch hier schön sieht. Die Überquerung der Dill-Strecke. Genau, und hier fahren die Züge Richtung Dillenburg hoch und auch die Richtung Limburg fahren. Die fahren hier unter uns durch, zwischen Richtung Gießen und so. Das überqueren wir jetzt gerade. Das ist die erste schöne Brücke, die man hier sehen kann, die es auch noch gibt. Die Gleise liegen noch. Die Strecke selber hat keine mehr. Ja, gleich geht es dann weiter. Wir müssen ja die Lahn nochmal überqueren. Wir gehen dann nördlich der Lahn weiter. Und so eine ähnliche Brücke wie diese hier sehen wir nachher nochmal. Dann schauen wir uns hier erst nochmal ein bisschen um. Genau. Hier fährt aber schon lange kein Zug mehr. 1980 der letzte Personenzug und 1990 der letzte Güterzug. 1995 wurden dann die Gleise entfernt. Wir befinden uns jetzt auf der Lahnbrücke bei Kilometer 14,2. Nee, das ist die Golden Gate Bridge. Golden Gate Bridge? Ja, weißt du das nicht? Also unter den Sieht die nicht anders da aus? Unter den Geocachern ist das hier nämlich als die Golden Gate Bridge bekannt, denn hier auf dieser Lahnbrücke findet sich ein Geocache. So sieht es aus, ist so ein kleines Büchlein. Da haben schon diverse Leute reingeschrieben, dass sie es gefunden haben. Und hier mittlerweile ist es voll. Ja. Müsste mal ein Gruß an den Geocacher. Das Buch müsste hier ersetzt werden. Es ist voll. Also ein neues Buch muss also her. Also hier kann man was suchen. Hier findet man irgendwo ein Döschen und ja. Wir haben es gefunden. Wir haben es gefunden, ja. Hier ist es. Ja, die führt hier über die Lahn, die Brücke. Und dann kommt da hinten dann Dorla, Atzbach, Kinzenbach und so weiter geht es dann da. Und da schauen wir uns jetzt mal an, wie bewachsen es denn da so weitergeht. Bisher war es ja erstaunlich frei, die Strecke. Da muss jemand sauber machen, also Gestrüpp weg. Sieht so danach aus. Da ist ja, die Bahn pflegt ihre Anlagen. Ja, 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 klar. Es ist teilweise gar nichts bewachsen. Man kann super da langlaufen. Also stimmt was nicht. Wenn man so mal nach da hinten guckt, da sieht ganz anders aus. Ja, irgendwas ist doch hier seltsam. Also wir brauchen jetzt wahrscheinlich, wie man da hinten schon sieht, eine Machete, um da sich durchzukämpfen. Aber wir werden das schon schaffen. Wir gucken uns die Strecke noch weiter an bis nach Lolla. Und jetzt schauen wir uns erstmal hier die Brücke mal genauer an. So wie man jetzt hier sieht an dieser Lahnbrücke, der Pfeiler der Brücke ist etwas breiter. Das war einfach so angedacht, dass eventuell die Gleise auch zweigleisig geführt werden könnte.
Hier sehen wir nun den Bahndamm von der Lahnbrücke unter der A45 durch bei Kilometer 14,0. Hier sieht man ganz schön den Bahndamm, auch das Schotterbett, teilweise schon ein bisschen durch Regen und Wassergüsse etwas ausgeschwemmt. Ja, jetzt sind wir in Lanau-Dorla. Hier war ein Bahnhof an der Bahnstrecke. Den haben sie ein bisschen umgebaut. Jetzt ist das Ganze hier ein Jugendzentrum. Kürzt sich ab, das JUZ. Sieht man hier am Fenster. Und ja, auch schön, dass dieser Bahnhof nicht am Verfallen ist. Es gibt ja auch viele Bahnhöfe, die leider dann am Verfallen sind. Genau. Schön hier. Schön. Hier werden wir jetzt mal einen Moment verweilen. Ja, Kaffee trinken und dann geht's weiter Richtung Atzbach. Jetzt sind wir in Lanau-Atzbach am Bahnhof. Dieser Bahnhof ist dieses Gebäude hier und früher war das genauso zu wie heute. Da konnte man früher auch keine Fahrkarten kaufen. Ja, mittlerweile ist da drin ein Kleintierzuchtverein. Die machen einmal im Jahr hier ein Fest. Dann ist hier vor auf dem Platz ein Zelt. Da drin kann man Hühner und Kaninchen angucken. Hier drinnen dann auch und es gibt schön was zu essen. Und da hinten das Klohäuschen. Das gab es früher noch nicht, das hat dann erst der Kleintierzuchtverein im Stil dieses alten Bahnhofs nachgebaut. Hier, wo das ganze Gebüsch ist, ahnt man jetzt nur noch, dass hier mal die Gleise gewesen sind und nach da geht es weiter Richtung Lolla. Und da laufen wir jetzt mal entlang, da gibt es einen etwa Meter breiten Trampelpfad und den schauen wir uns jetzt mal an und kommen dann gleich raus bei einem Viadukt. Man merke an,
Die Bahn war links im Gestrüpp und dieser Fußweg geht neben der Bahntrasse entlang. Wir sind jetzt bei 11,5 Kilometer von Lolla aus gesehen in Atzbach. Das hier ist die Kinzenbacher Straße und hier gibt es auch so einen Eisenbahnviadukt. So, Sven, hier steht ein Schienenbus rum. Guck mal. Auch schön, ne? Ja. Gucken wir uns selber von innen an das Ding, denn hier der Bahnhof, der wurde auch nicht abgerissen, sondern da ist jetzt ein Heimatmuseum drin, die jetzt hier den Schienenbus noch stehen haben und drinnen sieht man den Bahnhof als Modell. Das schauen wir uns auch gleich mal an. Ja, das ist Kinzenbach. Schöner Ort. Leider kann man mit dem Schienenbus nicht fahren. Liegen ja auch nicht mehr viele Gleise, nur das Stück unter dem Schienenbus noch. Ansonsten ist ja die Trasse wirklich komplett zurückgebaut. Ja, und wir gehen jetzt weiter Richtung Abendstern, nachdem wir uns das hier ein bisschen angeschaut haben. Hier sehen wir den Bahnhof als Modell. Links das Gleis aus dem Nachbarort Atzbach. Dann verzweigt es sich. Zwei Gleise gehen in den Bahnhof. Und dann weiter ins Gewerbegebiet. Also wir stehen jetzt hier in Kinzenbach Ost. Hier werden vermutlich früher die Fahrgäste eingestiegen sein aus Heuchelheim. Man sieht hier unten auf der Straße auch noch ein bisschen eine Teerspur, wo früher die Schiene hier rüber ging, wo es weiter nach Lolla geht, wie wir jetzt gerade den Schwenk mit der Kamera machen. Und hier zu meiner rechten Seite sieht man ganz klein wenig Holzkante. Vermutlich war das die Bahnsteigkante. Ungefähr anderthalb Meter dahinter ist ein Metallgeländer. Also haben wir somit auch Kinzenbach Ost bei 9,0 Kilometer gefunden. Hier sehen wir also nun die Bahnsteigkante, die hier nur relativ provisorisch mit Schienenschwellen aus Holz gebaut ist. Jetzt im Hintergrund in dem Gebüsch sieht man das Metallgeländer, also quasi den Bahnsteigbereich.
Ja, hier im Hintergrund kann man leider nicht mehr viel sehen. Wir können leider auch nicht hin. Da war dann der Bahnhof Abendstern. Hier verlief die Gleisstraße über die K42, die Landstraße Rotheim-Heuchelheim-Gießen, und verlief hier weiter dann in Richtung Lolla. Hier sieht man auch wunderschön im Boden eingelassen die Verankerung von einer Bahnschranke am Rand des Weges. Ja, wir befinden uns jetzt hier an einem kleinen Tunnel, der unter der A480 durchläuft. Ja, bei Kilometer 7,1 sind wir jetzt. Und der Kameramann, der schwenkt jetzt auch mal über die Bahntrasse zu dem Tunnel. Und hier sehen wir den Tunnel. Ich würde mal sagen, 200, 300 Meter ist der ungefähr lang. Könnt ihr es hinhauen? Ja, 200, 300 Meter lang. Das nun ist also die Bahntrasse unter der A480 durch. Ein schöner kleiner Tunnel, etwas von Sprayern heimgesucht. Ja, aber nicht nur Sprayer, hier sehen wir einen Sessel, Teppichböden sind hier verlegt. Also das ist wohl, ja, ein Wohnheim. Hier sehen wir jetzt die Eisenbahnbrücke für den Fuß- und Radweg, kurz nach der Brücke der Autobahn 480. Gut, dass hier ein Zaun steht, denn hier geht es ganz schön weit nach unten. Da unten lief sie dann, die Bahnstrecke. Wir befinden uns jetzt an Kilometer 5,8 und sehen hier im Hintergrund eine alte Eisenbahnbrücke, die über die Landstraße Kroffdorf-Gießen verläuft. Wir werden uns jetzt diese Brücke nochmal von oben anschauen, ob da noch Gleise drauf sind oder wie es überhaupt dort oben aussieht, weil wir sind ja immer ziemlich neugierig. Hier sieht man noch die Brücke über die Landstraße Kroffdorf-Gießen bei Kilometer 5,8 und direkt danach sehen wir jetzt hier die Betonkante. Da ist der Bahnhof Kroffdorf-Kleiberg bei Kilometer 5,7. Wir werden jetzt mal uns umschauen, ob man hier noch mehr sieht von wie diesen Bahnsteigkante, ob man vielleicht eventuell noch was vom Bahnhof selber sieht. So, hier nun quasi der Blick weg vom Bahnhof. Wir sind jetzt ungefähr 100 Meter hinter dem Bahnhof in Kleiberg. Viel zu sehen war nicht mehr, außer ein paar Bahnsteigkanten. Wahrscheinlich war es einfach nur ein Haltepunkt ohne Bahnhofsgebäude oder auch Wartehäuschen. Lediglich nur ein Haltepunkt mit einem Bahnsteig. Ja, wir sind jetzt hier in Launsbach bei Kilometer 4,4.
Und hier wird wahrscheinlich mal der Bahnhof gewesen sein, wo jetzt hier grün ist, wo Gebüsch ist, wo jetzt hier einfach nur Wiese ist. Vermutlich war hier irgendwo der Bahnhof. Da hinten geht die Hauptstraße lang. Da war ein Bahnübergang, von dem sieht man nichts mehr. Und wir verfolgen jetzt die Strecke weiter. Da hinten soll dann noch eine Brücke kommen. Und dann geht's weiter nach Wismar. Hier nun sehen wir eine Eisenbahnbrücke in Launsbach. Erbaut 1878 und die Strecke wurde stillgelegt 1980. Erhaltungsmaßnahme des Viaduktes war 2005. Wir stehen auf dem Viadukt in Launsbach. Im Hintergrund sehen wir den Ort und hier geht die Strecke weiter Richtung Lolla. Hier sehen wir also nun die Bahntrasse, wo nicht mehr wirklich viel zu sehen ist von Launsbach. Und wir befinden uns jetzt hier in Wismar. Wie gesagt, man sieht nicht mehr viel von der Bahnstrecke. Wir werden aber jetzt gleich in Wismar den Güterbahnhof, dort sieht man noch ein Gebäude, anschauen. Viel von dem Gelände wurde verkauft an irgendeine Firma. Und wir schauen uns jetzt gleich mal das Güterbahnhofsgebäude an. Hier nun sehen wir also das Güterbahnhofsgebäude von Wismar bei Kilometer 2,5. Hier nun das Bahnhofsgebäude von Wismar bei Kilometer 2,4. Und wie schon erwähnt, von der Trasse nichts mehr zu sehen. Wir sind jetzt von Lolla aus gesehen bei Kilometer 1,5, das heißt in unserem Film 1,5 Kilometer vor unserem eigentlichen Ziel Lolla. Wir befinden uns jetzt an einer weiteren Lahnbrücke. Hier sehen wir den ehemaligen Trassenverlauf links und rechts daneben verläuft eine Fußgängerbrücke, die hier neben der Bahntrasse dann weitergeführt wird nach Lolla. Genau, der Radweg von Marburg Richtung Gießen verläuft auch hier mit drüber und wir gehen jetzt mal runter und schauen uns die Brücke mal von unten an. Also wir stehen jetzt unterhalb der Lahnbrücke und wie wir auch vorhin schon gesehen haben bei einer weiteren Lahnbrücke, auch hier ist der Brückenpfeiler breiter gebaut, falls die Trasse mal hätte zweigleisig ausgebaut werden sollen. Jetzt sind wir in Lolla. Hier war damals Gleis 8 und Gleis 9. Auf dem kam die Kanonenbahn dann raus. Irgendwann wurden die Gleise halt nach und nach abgebaut und die Kanonenbahn endete hier neben. Da ist noch Gleis 11, was heute noch für Überholungen und andere Sachen benutzt wird. Mal kurz zu der Kanonenbahn. Die wurde gebaut im Krieg von Berlin nach Metz. Metz, das liegt in Frankreich, gehörte damals zu Deutschland und das Militär brauchte die Strecke wahrscheinlich, um Kanonen und Munition zu transportieren. Daher wahrscheinlich der Name Kanonenbahn. Ja, wir schauen uns jetzt nochmal den Bahnhof in Lolla an, denn hier gab es mal 20 Gleise, von denen man heute nur noch sehr, sehr wenige sieht. Die Unterführung zu Gleis 2 und ehemalig 3 und 4. Hier drüben sehen wir Gleis 1 und Gleis 2. Das ist die Strecke nach Frankfurt bzw. nach Kassel. Hier, wo jetzt nicht mehr viel ist, hier liegen noch ein paar Gleise rum, war mal Gleis 3, Gleis 4 und Gleis 5.
Diese beiden Gleise waren Abstellgleise, beziehungsweise hier fuhren auch ab und zu Züge ab. Hier waren aufgeschüttete Bahnsteige dazwischen. Ich stehe gerade da, wo mal einer war. Und hier drüben auf Gleis 3 fuhr die Lumdatalbahn ab. Die Lumdatalbahn, das ist eine Bahnstrecke durch zig kleine Dörfer Richtung Grünberg. Und dort gibt es noch gelegentlichen Güterverkehr und selten auch noch Sonderfahrten mit Personenzügen. Es ist irgendwann mal geplant, diese Strecke wieder zu reaktivieren. Wahrscheinlich wird die Hessische Landesbahn, die HLB, dort auf der Strecke fahren. Mittlerweile fahren die Sonderzüge und Güterzüge natürlich nicht mehr hier ab, wie auch, sondern von Gleis 11. Das ist auf der anderen Seite von diesem Bahnhofsgebäude und das schauen wir uns jetzt einmal an. Wir sind auf Gleis 11. Hier fahren jetzt die Züge der Lumdatalbahn ab. Hier sehen wir den Fahrdienst und hier Gleis 11. Auf Gleis 11 fuhr zum Schluss auch die Kanonenbahn ab. Ja, 20.30 Uhr ist es. Wir haben uns heute die Kanonenbahn angeguckt. Wir waren unterwegs entlang der Bahntrasse. Wir haben viel gesehen. Heute Morgen sind wir in Wetzlar los und ja, jetzt heute Abend sind wir in Lolla angekommen und echt viel gesehen. Viele Übergänge, Brücken, Bahnhöfe. Wunderschön war es. Viele Viadukte auch, die teilweise sehr schön noch in Schuss sind. Manch eins wurde auch mal komplett renoviert, obwohl die Strecke schon seit Jahren stillgelegt ist. Viel Interessantes haben wir gesehen und wir hoffen, wir konnten euch davon einiges zeigen, präsentieren. Was man noch erwähnen sollte, ist, dass viele Menschen sich einen Radweg auf der Strecke wünschen. Ja, das ist leider nur vereinzelt mal mit über eine Brücke drüber und man könnte eigentlich die ganze Strecke so schön platt machen, Asphalt drauf und man hätte einen schönen Radweg von Lolla bis nach Wetzlar, der weitestgehend ebenerdig ist, kaum Steigung drin, schöne Brücken, schöne Aussichten. Aber die Naturschützer waren da bisher sehr erfolgreich immer dagegen. Irgendwelche kleinen Käferchen und Vögelchen, oh, ja, wohnen da wohl und wollen nicht weggehen. Könnten eigentlich aber auch neben dem Weg die wohnen und leben. Würden sich sofort einen anderen Weg, Platz zum Leben suchen. Also man könnte hier einen so schönen Radweg draus machen. Und ich finde es wirklich sehr, sehr schade, dass das jetzt teilweise so verkommen ist. Teilweise wurde es ja abgebaut, teilweise müsste man dann irgendwie noch was errichten. Teilweise wurde ja einfach mal der Bahndamm weggebaggert, damit eine Straße durchgehen kann. Da würde man auch irgendwie eine Lösung finden, dass da der Fahrradweg lang gehen könnte. Man müsste es nur mal machen. Eine Anregung von uns. Bitte baut hier noch einen Radweg draus, denn es ist eine echt schöne Strecke. Genau. Und damit sagen wir Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir werden uns mit Sicherheit irgendwann irgendwo wiedersehen. Genau. Denn wir haben ja auch heute wieder einiges Neues kennengelernt. Und schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Ja. Tschüss. Ciao. Thank you.